So, ich starte mal Tearaway und wir schauen uns das Intro an. Das, glaube ich, geht ein bisschen. Und deshalb wollen wir mal gucken, ob uns das Spiel gefällt. Ich muss überprüfen derzeit, ob der Ton der PlayStation nicht zu laut ist, sodass er mich eventuell nicht mehr hört. Kurze Frage an dich, Jason. Kratz ich? Klinge ich nicht gut? Muss ich mein Mikro ein bisschen leiser stellen? Können wir es so lassen? Ich fände da ein Feedback ganz cool. Jetzt ist er an. Kannst du sie sehen? Oh ja. Was ist das? Es ist ein Wesen. Ah, ein Wesen. Was ist ein Wesen? Finden wir es heraus. Hallo, Wesen. Wer bist du? Entschuldige, aber wie sollen wir dich anreden? Ach, das ist jetzt interessant. Jetzt muss ich einen Charakter anlegen. Ich bin ein Junge, bitte. Oh, der ist aber nett. Gut, jetzt wo alle da sind, ist Zeit für Geschichten. Wie fangen wir an? Mal sehen, was in dieser Kiste ist. Jetzt war ich kurz schockiert, bin erschrocken. Okay. Das sieht interessanter aus. Die schalten das Fernsehprogramm um hier im Spiel. Guck mal, was da zu kaufen gibt. Ey, hätten Sie mal länger gelassen. Soll das etwa ein Witz sein? Oh, Krähen. Für uns ist nichts dabei. Was? In dieser Geschichtenkiste gibt es für niemanden was. Das stimmt. Wo ist der Ausschalter? Du! Was? Ja, du! Du Ich. musst uns helfen. Zeig uns den Weg. Leuchte dein Licht in unsere Welt. Okay, was war das? Ich habe es nicht verstanden bisher, aber Na los, folge ich den finde es Anweisungen interessant. unten auf deiner Geschichtenkiste. Na, dann wollen wir den Anweisungen mal starten. Mal starten, mal folgen. Ich muss nur versuchen, irgendwie, ich krieg das nicht hin. Ich habe ja noch so ein blödes Ding dazwischen. Das kann ich nicht ausblenden. Warum kriege ich denn von da Cam? Das doofe Ding nicht. Ich muss mir mal überlegen. Halt, doch. Ist was weg? Na bitte. Und schon ist es weg. Jetzt habe ich, also jetzt sehe ich die PlayStation und das Mikrofon am Start zur gleichen Zeit. Das Mikrofon geht manchmal in den roten Bereich. Also ich mache es auch ein bisschen kleiner, ein bisschen leiser. Halte R2 oder L2 gedrückt, um mit deinem Leitlicht zu leuchten. Aha. Das ist übrigens wohl das PlayStation-Controller-Licht. Ach, guck, hast du gesehen? Bewege den Controller und damit bewege ich das Genau USB. so. Jetzt wird es Zeit, unsere Welt zu vereinen. Da, eine Nachricht. Aus unserer Welt an deine. Oh nein, jetzt kann ich durch den Fernseher springen. Und drinne bin ich. Na, jetzt geht's los. Wir haben also Tearaway Unfolded. Das scheint sowas, also Tearaway Unfolded. Ich habe keine Ahnung, was es genau heißt. Aber es hat was mit ausgefaltet irgendwie zu tun. Also, jetzt brauchen wir einen Helden oder eine Heldin. Gucken wir uns gleich an. Ich muss mal kurz schauen. Hier steht also, Shadow Monster schreibt einfach nur, aha. Aha, wozu? Shadow Monster? Habe ich was übersehen? Hat es mir was nicht angezeigt? Würde mich freuen, wenn ich das noch erfahre. Ansonsten, herzlich willkommen im Livestream hier am Samstagmittag. Und genau, du siehst, der Bot hat gleich gefragt, wie dein Tag heute war. Schreib doch gerne mal rein, was du heute so gemacht hast und was du so. Also pass auf. So. Richte das Leitlicht mit R2 oder L2 auf die Briefmarke des Kuriers und ziehe sie zum Umschlag. Also, ich möchte unten das Jüngchen sein, glaube ich. Oder oben das Mädchen, ich gehe mal nach unten. Ich muss also meinen Controller jetzt bewegen. Und dann seht ihr hier, wie ich ihn auch immer drehe. Das ist das Leitlicht, das ist das Licht, was auch hinten am Controller dran ist. Und jetzt gehe ich mal auf das kleine Männchen. Habe ich den, guck mal. Und jetzt klebe ich den auf den Brief.
Habe ich gemacht. Hallo, Evil Martin, herzlich willkommen heute hier. Evil, du bist ja, glaube ich, noch im Urlaub. Wir machen gerade heute, wir gucken uns das Spiel Tear Away an. Das geht also bis zu 2 Spieler lokal. Ich wollte mit meinem Sohn irgendwas spielen, hatte eigentlich vor, Minecraft zu spielen, aber dann dachte ich mir so, ach nö. Und dann habe ich das Spiel letztens installiert hier. Ich habe das gekauft irgendwann letztens mal. Und ja, jetzt habe ich es also gestartet und wir gucken es an. Es ist ganz niedlich bisher. Man hat Bock auf Spielen, deswegen haben wir nicht Little Big Planet angehauen, sonst hätten wir jetzt im Livestream Little Big Planet, aber das ist halt auch im Moment so, in meinem YouTube-Kanal guckt keiner irgendwie was und hat meine Frau das Gefühl, sagt, ach, das guckt sich so eh kein Schwein, will ja eh Kinder wissen. Und da habe ich gesagt, das liegt aber nicht. Du darfst natürlich nicht spielen, setz dich auf deinen Platz und wir gucken gleich, wie es geht, ja. Aber lass den Controller noch aus, kriegst du gleich, ich kümmere mich gleich. Ich will den Anfang kurz machen. Naja, und jedenfalls deswegen jetzt hier Tear Away. Aber die Tür ist noch offen. Na Mann, ey. So, ich gehe mal. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Aber was ist jetzt hier die richtige Auswahl? Ich gehe mal im Hellbraun nach drüben. Okay, war also die richtige Auswahl. Ich schlag immer mit meinem... Hör's jetzt mal auf. Die Nachricht wird jetzt zum Kurier. Leuchte ihn mit dem Licht an. Zeig ihm, dass du da bist. Okay, mach mal gleich. Ich muss mich kurz entschuldigen. Immer wenn jemand Neues reinkommt, ich habe meinen Bot so eingestellt, dass der immer auf die erste Nachricht reagiert. Ich muss mal ganz kurz das schnell umstellen. Weil immer wenn jemand Neues reinkommt und was schreibt, schießt der Bot dem irgendwas entgegen. Und ich habe gerade festgestellt, das ist ein kleines bisschen zu viel Bot. Deswegen... Übrigens, falls jemand mich anfreunden möchte, kann er mal in den Chat reinschreiben, Ausrufezeichen PSN. Da bekommst du meine ID, die du bei der PlayStation 4 anfreunden kannst. Wer Ausrufezeichen Xbox schreibt, bekommt die ID, die er braucht, wenn er mit mir Minecraft spielen will. So, das habe ich also auch gemacht. Und jetzt gehe ich mal kurz Unterstützer-Facts, also habe ich auch angelegt. Für gewisse Sachen gibt es dann Fakten über mich, die nur Unterstützer bekommen. Aber mal sehen, ob das überhaupt funktioniert. Und beim Textbot gehe ich mal rein und sage mal editieren. Alle 15 Minuten, aber nicht bei First User's Message. So, damit ihr jetzt nicht hier ständig irgendwelchen Müll bekommt. So, jetzt kann ich mal kurz lesen, was da steht. Also, was steht hier? Ich bin Green Shadow. Also Green Shadow ist da. Herzlich willkommen. Das ist also Shadow Monster. Früher, ich kenne Green Shadow noch, bevor die Frage gleich untergeht. Green Shadow hat mal mit mir zusammen, ich würde sagen, Minecraft gespielt oder eben zumindest auf jeden Fall hatten wir miteinander zu tun. Der Evil Markin ist also auch da. Und wer hat denn was gepennt und gebastelt, Jason? Was hast du denn gebastelt? Erzähl doch mal. Engelhard Gaming. Hallo, herzlich willkommen. Und das siehst du auch gleich, da kam der Bot wieder rein. Natürlich überall abonniert, könnt ihr mich also und liken, aber das müsst ihr nicht, das war nur so ein... Und der Evil Markin schreibt, er ist noch bis nächste Woche Sonntag im Urlaub. Und Jason schreibt, er guckt meine Videos, danke dafür. Dieser Support ist einfach unfassbar toll. Pass auf, nimm dir mal bitte den Controller, am besten ja, nimm dir gleich den. Das ist zwar Mamas, aber das geht auch, ist nicht so dramatisch und schalte den mal an. Und dann wählst du mal deinen Charakter aus und nicht meinen und dann gucken wir mal, was dann passiert. So. Dann müssen wir noch stehen. Ich gucke deine Videos und wenn du Lust hast, hol dir mal das Spiel Lego Worlds. Oh, das habe ich wirklich schon so oft überlegt. Wirklich, tatsächlich. Ich spiele das auch gerade. Ich wollte es unbedingt spielen. So, drück mal jetzt auf X oder so. Oder auf Optionen. Da oben, also wenn du das Option jetzt hier. Geht also noch nicht. Ich guck mal, wie wir das hinkriegen, dass wir zu zweit gleich spielen, ja? Also, ich mache jetzt weiter. Halte R-Zeit oder L-Zeit, um dein Licht zu leuchten. Ach, guck mal. Versuch das besser mal woanders. Jetzt kann ich quasi das... Ach, das Männchen ist weggelaufen. Guck mal, ah, da ist es. Ich glaube, das gefällt ihm auch. Jetzt muss ich... Was? Jetzt leuchtet mal irgendwas an. Ah! Jetzt ist die Blume gewachsen. Die hier und die noch. Ja, du erfüllst diese Welt wirklich mit Leben. Er hat dich gesehen. Das heißt, er wird dir jetzt folgen. Leite ihn mit deinem Licht. Jetzt haben wir also eine Figur, die wir quasi anleuchten, die wir anleiten können. Versuch's jetzt nochmal mit dem Einschalten.
Oh, ich gucke mal hier. Sieh dir das an. Dies ist Iotas Fortschrittstagebuch. Damit kannst du Abenteuer fortsetzen oder Teile erneut besuchen. Hier findest du Informationen und Erinnerungen. Blättere doch mal durch. Ja, ich will ja blättern. Ach, jetzt geht's ja. Die Papiermodelle, die du sammelst. Du weißt, dass du sie in deiner Welt ausdrucken und bauen kannst. Versuch es einmal. Ach, das ist ja auch cool. So, neue und Falten. Besuche die Tearaway.me Website und durch die Magie des Internets kannst du die Fotos und Papiermodelle anderer Wesen sehen. Das ist natürlich, aber ich bin gespannt, ob das funktioniert. Eichhörnchenführer entfalten. Nee, entfalten will ich nicht. Ich wollte eigentlich gerade nochmal gucken, aber das ist auch zu zweit. Dann drück mal R2 oder L2. Ja. Halt, machst du das gerade? Nö. Das bin ich. Sowas muss dann passieren. Aber sonst geht es nicht. Einstellungen. Eichhörnchenwiese. X-Achse umkehren machen wir nicht. Spieler anreden als Männchen. Erneute Lieferung. Mitwirkung. Geht nicht. Jason muss weg. Das ist schade. Wie Ton? Was ist Ton? Was meint er mit Ton? Ton ist kaputt? Wenn du Lust hast, hol dir mal, okay. Ich hab dir erklärt, wie die PS4 funktioniert. Das stimmt. Das kann also sein, dass das tatsächlich so war. Ton muss weg. Wie Ton? Ton muss weg. Sorry? Ton? Was ist denn Ton? Okay. Wir gucken mal, ob das noch kommt. Vielleicht geht's nach dem Tutorial. Also wenn ich das Licht anmache, dann läuft das Männchen mir hinterher. Dann versuchen wir das jetzt mal, hier durchs Wasser zu treiben. Okay, was haben wir hier? Eine Klopapierrolle? Ach nee, Papier. So viel dazu. Mal sehen, wo er hin will. Jetzt rennt er weg. Der ist von mir weggelaufen. Wie witzig sieht es ja aus mit dem gefallenen Kopf, ne? Achte auf die Eichhörnchen. Das sollen Eichhörnchen sein. Sprechen die Wahrheit. Ach, der Ton war kurz weg. Okay. Also ich habe das Problem, ich hab ja eine Software im Hintergrund, die das Rauschen entfernt. Und jetzt habe ich da schon so einiges gemacht und da hoffen, dass es dadurch besser geworden ist. Das hat sich auch oft verschluckt, dann hat man mich 2-3 Mal das gleiche sagen gehört und so weiter. Ich hoffe, dass so zumindest ein paar Probleme weniger geworden sind und das mit dem Ton weg. Ich muss mir das echt anschauen, ich muss gucken, ob das irgendwie besser wird. Also jetzt erstmal hier, hallo Wesen, wir sind Anleitungseichhörnchen und hier, um zu helfen. Viereck geht's weiter. Wenn ich etwas Neues erklären muss, tauche ich auf und rede mit dir. Aha. Wenn du feststeckst, erscheine ich in der unteren rechten Bildschirmecke. Drücke nach unten Taste, wenn du mich siehst, dann öffne ich den Eichhörnchenführer auf der richtigen Seite. Jetzt sollten wir erst einen neuen Freund unter Kontrolle bringen. Versuche jetzt dein Leitlicht direkt auf das Gesicht des Kuriers zu leuchten. Jetzt habe ich ihn geblendet. Schau, da oben, da entsteht ein Weg rüber in die Welt des Wesens. Iota, da musst du deine Nachricht hinbringen. Lass dich vom Wesen leiten. So, ganz kurz. Der Ibe Markim hat wieder 15 Euro gespendet. Das heißt, laut meiner neuesten Regelung müsste ich jetzt mit dem Ibe Markim in Uso trinken. Also gehe ich jetzt mal kurz schnell in die Küche, hol mein Uso und mein Schnapsglas und Ibe, dann lade ich dich auf den Uso ein. Leider habe ich die Kamera nicht an, aber glaub mir, ich trinke den trotzdem.